Hallo, ich bin die Uschi von Stempel macht glücklich und heute möchte ich mit euch im Rahmen unseres YouTube-Hops vom Team Kreativstempel eine Pop-Art-Card zeigen. Ich habe aber nicht nur eine Karte gemacht, sondern ich habe auch eine Box für Pralinen dazu gemacht. Hier kann man unten schön leckere Pralinen verstauen. Und hier oben, wenn man das aufklappt, hat man eine kleine Geschenktasche noch hier drin. Da kann man jetzt, ich habe jetzt einen Keks rein, da kann man aber ganz süßen Gutschein, einen Geschenkgutschein oder so noch verstauen. Hier kann man noch einen netten Spruch dazu schreiben. Und das klappt man einfach wieder zusammen. Und das möchte ich jetzt heute mit euch basteln. Als erstes machen wir uns an die Box unten. Und zwar brauchen wir für den Boden der Karte, der Box, Entschuldigung, brauchen wir ein Stück Designerpapier mit den Maßen 20x20. Und das müssen wir ringsrum falzen bei 2,5 cm. Also an allen vier Seiten bei 2,5 cm falzen. Und dann legen wir das kurz auf die Seite, nehmen uns den Deckel oder den Farbkarton für den Deckel. Da brauchen wir die Maße 19,1 x 19,1. Ich habe mich hier jetzt für die neue Incolor-Farbe Boho Blau entschieden. Das ist so ein tolles Blau. Und hier habe ich ganz klassisch Marineblau. Den Deckel falzen wir ringsrum bei 2 cm. Moment, habe ich jetzt richtig geschnitten? Jetzt guckt mal. Ja. Ich dachte, ich habe mich jetzt vermessen. Aber passt. Also 19,1 x 19,1 und ringsrum bei 2 cm falzen. Dann können wir Schneidebrett für einen Moment auf die Seite legen. Nehmen uns die Schere und schneiden uns hier Klebelaschen ein. Ich schräge die immer ein bisschen an, damit sie mir nicht überstehen beim Zusammenkleben. Das gleiche machen wir beim Boden auch. Oh, das Dunkelblau, das sieht man die Falz bei meinem Licht etwas schlecht. Ich glaube, ich muss mir mal eine etwas stärkere Beleuchtung zulegen. So, dann falzen wir alles nach. Jetzt könnt ihr hier an diese vier Klebelaschen entweder Flüssigkleber oder so wie ich doppelseitiges Klebeband. Das ist mir immer lieber, weil das geht schneller. Da muss ich nicht warten, bis es trocknet.
Und weil ich es gerade in der Hand habe, mache ich die Klebestreifen auch gleich auf den Boden, den Deckelboden. Hoppala. Wenn ihr euch wundert, warum ich die Ecken gegenüber mache, ich reiße schräg ab und dann passt mir einfach die Spitze besser. Also wenn ich so abgerissen habe, dann passt mir das einfach hier besser, weil ich links und rechts hier eingeschnitten habe. Dann habe ich gleich ein angeschrägtes Klebeband sozusagen. Und jetzt habe ich es andersrum angeschnitten. Jetzt kann ich es hier oben gut dran kleben. Das ist der einzige Grund, warum dass ich es immer diagonal klebe. Dann ziehen wir unser Klebeband ab und kleben die Boxen oder die Teile der Boxen zusammen. Schön die Ecken aufeinander. Nochmal gut nachdrücken. Haben wir den Boxenboden schon fertig. Jetzt machen wir noch den Deckel. Na, etwas widerspenstig heute. Dann schauen wir, ob er passt. Jawohl. Dann machen wir jetzt aber gleich mal eine Packung Pralinen rein. Dann haben wir nachher beim Aufkleben etwas mehr Stabilität. So, die können wir dabei auf die Seite legen. Dann brauchen wir einen Farbkarton für die Grundkarte. Ich habe jetzt meinen hier in Weiß genommen. Und zwar brauchen wir dann 29,7, also die komplette Länge, und kürzen uns das Ganze auf 12,5 cm hier in der Breite rein. Also das war die Originallänge von dem A4-Bogen auf 29,7 cm lassen und ein Stück mit 12,5 cm abschneiden. Den müssen wir falzen, und zwar an der langen Seite bei 12,2 cm und bei 24,7 cm. Dann falzen wir das nach. Also es wird später so zugeklappt. Jetzt runde ich hier die Ecken ab und hier. Also das müsst ihr nicht machen. Ich finde es einfach nur ein bisschen gefälliger, wenn die Ecken abgerundet sind. Dann legen wir das mal auf die Seite.
Dann brauchen wir ein Designerpapier. Und zwar, ich habe mich jetzt für das entschieden. Das könnt ihr ab 3. Mai aus dem neuen Jahreshauptkatalog bestellen. Und das heißt Countryside in Designpapier. Ich zeige euch das gerade mal. Das ist eben in dem neuen Boho-Blau mit dabei. Das ist einmal die Vorder-Rückseite. Dann hier süß mit den Häschen. Und hier mit kleinen Vögelchen und Blümchen. Und auch die Rückseite lässt sich super toll für eine Männerkarte auch nehmen. Hier nochmal Blumen. Und die Rückseite, aus der mache ich nachher die Tasche. Und hier haben wir kleine Füchse mit Blümchen. Und hier auch so ein Krawattenmuster, kann man fast schon sagen. Und hier auch nochmal mit Blumen. Und Blümchen auch auf der Rückseite. Ja, also das ist das neue Papier, das ihr ab dem 3. Mai bestellen könnt. So, und da brauchen wir 2 Stück Farbkarton mit den, Designerpapier mit den Maßen 12,2 x 12,2. Jetzt schaue ich gerade, das ist eigentlich wurscht, bei mir gibt es keine Richtung vom Papier. Wer bei dem Maß weiß gleich, ist jetzt eigentlich auch wurscht. Also 2 Stück mit den Maßen 12,2 x 12,2. Entschuldigung, stopp, nur einmal. Jetzt habe ich mich vertan, weil ich mache ja keine Karte. Oder, also es ist schon eine Karte, aber ich brauche die Rückseite nicht bekleben, weil die kommt bei mir ja auf den Boxendeckel drauf. Also Kommando zurück. Ein Stück mit den Maßen 12,5 mal, oh Gott, sorry, nochmal von vorn. Ein Stück mit den Maßen 12,2 x 12,2. Und dann brauchen wir 2 Stück mit den Maßen 12,2 x 11,9. Und zwar einmal für die Außenseite und einmal für diese Innenseite hier. Bin heute irgendwie etwas verwirrt. Also 12,2 haben wir ja schon. Dann schneide ich mir nochmal ein Stück mit 12,2 x 11,9. Und dann brauche ich nochmal eins mit 12,2 x 11,9. So, das sind die beiden kleineren. Ich zeige es euch nochmal hier. Also von der Höhe sind sie gleich, nur hier ist ein kleiner Unterschied. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Also ein Stück 12,2 und 2 Stück 12,2 x 11,9. Und dann brauchen wir nochmal 2 kleine Stücke. Und zwar einmal hier und einmal hier. Jeweils in den Maßen 12,2 x 4,7. Schaue ich gerade, ich habe hier noch ein Reststück, aber das ist zu klein. Dann schneide ich mir 12,2 nochmal ab und davon 2 Stücke mit den Maßen 4,7 noch. Also, ich wiederhole jetzt nochmal. Wir brauchen ein Stück 12,2 x 12,2, 2 Stück 12,2 x 11,9 und 2 Stück 12,2 x 4,7. Dann können wir unsere Grundkarte auch schon mal bekleben. Und zwar dieses 12,2 x 12,2 kommt hier in die Mitte. 12,2 x 11,9 kommt hier an den Rand. Da müssen wir uns aber hier jetzt noch die Ecken abrunden. So, dann kommt 1 hier drauf mit den Maßen 12,2 x 4,7.
Hier müssen wir uns an der Seite die Ecken abrunden. So, das wäre jetzt die Innenseite. Dann kleben wir hier das schon mal fest. Da bleibt jetzt noch ein kleiner weißer Rand innen drin übrig. So, hoppala, verrutscht. Und bevor wir jetzt das kleine Stück festkleben, kleben wir hier einen Magneten drunter und setzen den dann hier dagegen, damit wir diesen Magneten versteckt haben und dass uns die Karte zubleibt. Also ich nehme jetzt einen Magnet oder beziehungsweise ein Magnetpärchen. Ziehen wir das ab. Und klebe jetzt eine Seite hier in der Mitte ungefähr drauf. Also ich habe so selbstklebende, dass ich da gar nicht groß mit Kleber rumdoktern muss. Klappt es um. So. Dann klebe ich das Designerpapier jetzt hier drauf. Ich mache hier um den Magneten ein bisschen dicker noch rum. Weil da ist doch ein bisschen Spannung drauf dann. So, dann haben wir die Innenseite schon mal mit Designerpapier fertig. Dann machen wir das hier drauf. Dann nehmen wir das zweite Stück 12,2 x 11,9, müssen uns an der Seite die Ecken abrunden. Also bei meinem Papier wäre es jetzt wurscht, welche Ecken das ich nehme, weil das hat jetzt keinen Musterverlauf, nur ihr müsst aufpassen, wenn ihr eben einen Musterverlauf habt. Nicht, dass ihr dann das Muster auf dem Kopf stehen habt. Hier auch im Magnet noch ein bisschen extra Kleber drauf. Dann haben wir noch unser letztes Stück Designerpapier und hier müssen wir uns auch wieder die beiden Ecken abrunden. Jetzt ist unser Grundgerüst von der Karte schon mal fertig. Dann machen wir uns jetzt an die Tasche, die hier reinkommt. Also diese hier, die sich automatisch aufrichtet. Und dazu brauchen wir wieder Designerpapier. Ich habe das aus der gleichen Serie wieder genommen, in dem neuen, wo das neue Boho-Blau dabei ist. Und da brauchen wir zwei Stück mit den Maßen 14,5 x 10. Also ich schneide mir mal ein Stück ab. Ich möchte jetzt mein Muster, halt, ich möchte, dass die Tasche quasi hier oben und hier unten ist. Und deswegen drehe ich es mir um auf die 14,5 cm. Schneide mir hier also 10 cm ab. Und dann zwei Stücke a 14,5 cm, weil 14,5 cm brauchen wir für die Taschenbreite.
Dann lassen wir es drin liegen, und zwar auf der langen Seite, also auf der Seite mit 14,5, müssen wir falzen bei 1,5 cm, bei 11,5 cm und bei 13 cm. Dann drehen wir es um 90 Grad und falzen auf der kurzen Seite bei 1,5 cm und auf der, also bei 1,5 cm und bei 7,5 cm. Das gleiche machen wir an dem zweiten Stück. Also die lange Seite falzen wir bei 1,5 cm. Ich drehe es jetzt nur um, weil ich hier die 1,5 cm auf der Seite genommen habe, dass ich einfach mehr Anlagefläche habe. Dann bei 11,5 cm und bei 13 cm. Dann um 90 Grad drehen und bei der kurzen Seite falzen, wieder bei 1,5 cm und bei 7,5 cm. So, dann kann Schneidebrett weg. Und jetzt schneiden wir, also wir falzen es erstmal nach, dann seht ihr es besser, weil auf dem Papier, glaube ich, ist es ein bisschen schwer zu erkennen sonst. Und zwar haben wir hier diese zwei Falz und hier die Querfalz, und wir schneiden diese zwei Teile raus. Ich zeige es euch mal. Also die schneiden wir komplett raus. So, das machen wir auf allen vier Seiten. Also beziehungsweise auf den beiden haben wir nur ein Feld. Aber wir schneiden die Ecken raus. So, das gleiche machen wir an dem zweiten Stück auch. Das ist echt schwierig zu sehen bei meinem Licht. Also, dass es so ausschaut. Hier diese zwei Stückchen fehlen, hier auch die zwei Stück und hier jeweils ein Stück. Das muss ich jetzt noch gerade nachfalzen. Und wir falzen quasi alles so, nur diese zweite Falz, die klappen wir entgegengesetzt. Ist aber nicht schlimm, wenn ihr die vorher so gefalzt habt, die könnt ihr einfach nochmal so umfalzen. Ich habe sie auch gemacht, ich habe sie auch falsch gefalzt. Einfach nach oben klappen. Das ist nicht so schlimm. So, jetzt an diesen, also hier haben wir ja zwei Seitenlaschen, hier haben wir nur eine. Auf die geben wir doppelseitiges Klebeband. Und zwar oben und unten, also oben an der Falzlinie, hier oben an der Falzlinie und unten am Abschluss. Das gleiche machen wir auch auf dem hier. So,
So, jetzt ist meins leer. Dann haben wir hier eine schmale Seite und hier oben eine breite. Auf der schmaleren Seite unten geben wir auch zwei Streifen doppelseitiges Klebeband auf. Auch auf der äußeren Seite. Das gleiche bei dem zweiten Taschenteil. Dann drehen wir das Ganze um, dass wir die Innenseite der Tasche haben und geben hier zwei Klebestreifen drauf. Und zwar einmal oben an der Falzkante und einmal unten. Beim zweiten Stück machen wir das gleiche wieder. Und jetzt brauchen wir noch die Löcher für die Henkel. Und zwar, ich mache da immer, wer meine Videos kennt, meine Taschenvideos kennt, der weiß, dass ich immer diese verdeckte Lösung ganz gerne mag, wo die Bänder quasi hier oben rauskommen. Und dazu müssen wir jetzt uns abmessen und dann brauchen wir eine Lochzange. Und zwar ist mein Stift jetzt weg. Nein, hier haben wir noch einen. Und ich gucke, ich möchte die 2 cm von links und rechts haben. Also, heute ist ein Inch. Mache ich mir hier eine Markierung. Und das gleiche auf der Seite bei 2 cm von außen. Und auf dem hier auch. Und zwar mache ich die Löcher jetzt direkt auf dieser Falz hier. Da habe ich mir jetzt die 2 cm von jeder Seite von außen markiert und mache mir jetzt hier meine Löcher rein. Dann nehme ich mir ein farblich passendes Band und zwar brauche ich ungefähr 20 cm. Dann muss ich noch mal einen Klebestreifen und zwar auf der Innenseite unterhalb von den Löchern. Also, hier habe ich das Loch. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Wenn ich mal den Bleistift runterhalte, den schwarzen, dann müssen wir sehen. Also, hier habe ich mein Loch. Und wo habe ich jetzt mein Lineal wieder? Und da klebe ich das an. Hier drüben genauso. Und auch unter diesen beiden Löchern auch noch mal ein Klebestreifen. So, und jetzt muss ich feststellen, mein Akku ist leer. Ich bin gleich wieder da. So, Entschuldigung, aber sonst hätte es mitten im Video jetzt aufgehört. Dann müssen wir jetzt hier unsere Bänder durchziehen. Ich nehme mir da immer so eine kleine Nadel zu Hilfe. Gehe hier von hinten durch. Ziehe mir das Band schön gerade und lasse so ein Zentimeter, ein bisschen einfach rausstehen drüber.
mache die Klebelasche ab und fixiere mir hier das Band. Dann gehe ich durch das zweite Loch durch. Richte mir hier das Band aus. Dass es richtig liegt. Genau, mache hier die Klebelasche weg. Und Band fixieren. Das gleiche machen wir auf der zweiten Seite. Also auf der zweiten Taschenseite. Band durchziehen. Schön ausrichten. Und fixieren. Na, das ist einmal verdreht. So passt's. Genau. Normalerweise mache ich bei dieser Bänderlösung hier jetzt noch immer Flüssigkleber drauf, weil wenn ich eine normale Tasche habe, halt. Dann habe ich da auch Gewicht meistens drin, dass es aushalten muss. Brauche ich hier jetzt nicht. Dann kleben wir jetzt unsere Taschen zusammen. Und zwar nehmen wir von einem schmalen Streifen das Schutzpapier ab und kleben das aufeinander. Und zwar unterhalb der Falzlinie. Und dann lösen wir hier den Schutzstreifen und kleben hier auch zusammen. So, und fertig ist unser kleines Täschchen. Jetzt müssen wir nur noch hier das Klebeband ablösen und das nach innen klappen. Soll es ein bisschen hackeln hier drin. Ihr könnt auch an den Seiten hier ein ganz kleines bisschen einfach nur so schräg anschneiden. Dann lässt sich das leichter nach innen klappen. Hätte man auch theoretisch schon vorher machen können. Aber geht immer noch ganz einfach. So, dann hier das Band abziehen oder die beiden Bänder, nicht nur eins, wir haben ja zwei innen drin, und dann einfach nach innen klappen, bisschen festdrücken noch, und das gleiche wiederholen wir auf der anderen Seite. Einfach nach innen klappen und festdrücken. Gerade hier bei den Bändern ein bisschen draufdrücken. So, und jetzt nehmen wir wieder unsere Grundkarte. Und zwar, wenn wir sie so aufmachen, dann an dieser Seite, wir gucken ungefähr, wo die Mitte ist. Ziehen jetzt mal an beiden Seiten das Klebeband ab. Also entweder ihr misst es hier raus, dass ihr oben und unten den gleichen Abstand habt, oder ihr macht es so wie ich, einfach Auge mal Pi. Drückt es, also dass diese, wie sagt man denn da, diese
ja, diese Falz, diese Laschen hier nach innen gehen und legt jetzt, hier klebt es ja und hier klebt es ja, und legt es, wie gesagt, vor dem Falz an, dass ungefähr oben und unten die gleiche Höhe ist. So, drückt es so fest, klappt diesen Deckel drauf, drückt es hier schön fest und schon ist die Tasche hier drin. Schaut wunder, wie aufwendig aus. Also ich habe heute echt einen Sprachfehler. Schaut wunder, wie aufwendig aus, dabei ist es eigentlich ganz simpel. Jetzt haben wir unsere Karte fertig und können die da drauf kleben. Ich mache jetzt aber hier nochmal einen Aufleger in Marineblau drunter. Und brauchen wir erstmal einen neuen Farbkarton. Und der Aufleger hat das Maß. Wo habe ich meinen schlauen Zettel hingeschmissen? Oh Gott. 14,5 x 14,5. Also schneiden wir uns da nochmal einen zu. In den Maßen 14,5 x 14,5. Und kleben den hier drauf. Dann streichen wir uns die Rückseite von unserer Karte ein. Jetzt hoffe ich, dass ich das einigermaßen gerade hinbringe, weil ich jetzt schlecht von oben drauf gucken kann. Ich mach's mal auf, um besser festdrücken zu können. Und da empfiehlt sich, dass ihr unten rein eben die Pralinen schon mal reinlegt. Dann habt ihr einfach ein bisschen Widerstand. So, und das ist meine Version einer Pop-up-Karte mit integrierter Pralinenschachtel. Dekorieren mache ich jetzt noch nicht, weil ich noch nicht genau weiß, für welchen Zweck ich diese Pralinenschachtel mit der Pop-up-Karte brauche. Und erst wenn ich sicher bin, ob es für einen Geburtstag ist oder einfach nur um Danke zu sagen, dann verziehe ich sie passend. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Anschauen der Videos der anderen Mädels. Die Links dazu, oh Gott, ne, ich gebe es heute auf, echt. Ich verlinke euch die Kanäle der anderen teilnehmenden Mädels unten in der Infobox. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Bis dann, tschüss. Everybody's